Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Baby. Folge 54 sind wir jetzt. Die Zeit vergeht wie nix und wir machen weiter bei den Schädel Spaltern. Muss mal gerade gucken, wie weit das weg ist. Wir könnten uns ja auch mal einem Zombie probieren. Der ist gerade gar in der Nähe. Ich weiß, dass die halt ziemlich hart drauf sind, die Typen. Nee, wir probieren uns doch mal nicht an den Zombies. Wollen ja nichts riskieren und nachher dann da liegen und wieder Geister da laufen. Können ja auch schon mal zippeln hier. Stark macht. Ich habe einen Fisch an den Kopf geworfen. Da sind dann auch noch keine Quest zu. Da gibt es auch eine Quest zu. Und dann müssen wir dann irgendwo da in die Höhle irgendwas holen, glaube ich. Pilze oder Steine, Kristalle, weiß noch nicht mehr. Lass mal was trinken. Ich finde es gerade merkwürdig leise hier. Machen wir so. Alles nämlich hier Musik oder so im Hintergrund. Aha. Ich würde sagen, irgendwas stimmt nicht. Leise Musik am Dudeln. Fand ich eben schon komisch. Irgendwann war die nämlich weg, die Musik. Ich weiß gar nicht mehr, es gibt auch ein Pet, das macht kein Sturmangriff hier auf Charge. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, welches das war. Ist das ein Streitkolben? Ist jetzt nicht so meins. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja. Und hier ungefähr war damals da der Zeitpunkt, wo mein anderer Bruder anfing zu spielen. Das war auch lustig. Da habe ich den dann noch versucht irgendwie zu zieren, weil ich auch noch nicht so viel Ahnung hatte. Der hat dann angefangen, einen Paladin zu spielen. Menschen. Und dann habe ich dann versucht, die irgendwie zu zieren. Bin ich mit dem durch die Gegend gewandert. Und dadurch, dass der Level 1 war, oh, gehst mal in den Dämmerwald, passt schon, war dann keine gute Idee. Er hat dann alles gepult, was nur geht. Dadurch, dass ich einen Caster gespielt habe, wurde ich natürlich von allem Möglichen unterbrochen. Und auch ganz lustig. Also habe ich dann aufs Maul bekommen, bin fast gestorben, dann ist er gestorben oder versucht, dann hat er mich zu heilen. Zu einem Heilzauber, den er hatte. Ja, wie gesagt, war schon lustig. Aber dafür, dass ich daran denken muss, als ich beim letzten Mal hier war, dass ich, als ich diese Dreiergruppe hier gepult hatte, fast gestorben bin, schlage ich mich dafür jetzt mit Aslan ganz gut hier. Oh, das funktioniert auch ganz gut. Den, der mich jetzt gehauen hat, den hat er quasi direkt angegriffen.
So, gerade was aufregend. Ich habe wahrscheinlich eben zu viel gemeckert im Spiel und jetzt droppt jeder ein Ohr. Hauer. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, droppt keinen mehr. Immer dasselbe. So, sehr gut. Nur 17 Platz. Rumschießen. Ich schütte nochmal einen Kaffee ein. So, mal was trinken. Für den habe ich jetzt nicht so viel EP bekommen, nur 490. Denn? Oh, Kopfschmerzen. Ausdauer verringert. Ja, das finde ich auch lustig. Die Fernkämpfer meistens sind die, die dann ein bisschen verbuggt durch die Gegend rumstehen. Obwohl bei Nahkämpfern ist das auch so. Also NPCs. Lustig, lustig. Ich will mal zum roten Punkt laufen, aber es ist ein Gorilla. Und diese Dreiergruppe, die da stand, die geht normalerweise hier immer im Kreis. Wahrscheinlich, ich glaube, die Routen funktionieren nicht so gut von den NPCs. Aber gibt Schlimmeres. Manchmal ist das auch ganz praktisch, weil, wenn man dann mal AFK auf dem Weg stehen bleibt, je nachdem wo man ist, zum Beispiel in Nagrand, gibt es eine Gruppe, die waren 4 oder 5, die waren auch schon ganz böse. Bevor wir hier reinstürmen, essen wir was, beziehungsweise füllen unser Mana auf. Sonst könnte das was kritisch werden. Das muss ja nicht sein. So, aber ich bin erstaunt, dass wir schon Stufe 40 sind. Hat zwar recht lang gedauert, gefühlsmäßig, aber wir haben es trotzdem geschafft. So, war schon ein bisschen Mana. Und was haben wir hier? Stärke. Oh, guck mal. Können wir den gleich buffen hier. Das gefällt dem schon. Zack. Das, was ich meinte. Dass man die nämlich auch buffen kann. Ich sag mal nix. Sag mal nix. Ach, ich vergesse immer, dass ich auch Totstellen habe, wenn die auf mich zulaufen. Und ich finde hier das Schnellschuss prockt recht oft. Da haben wir alle auch wieder. Ihr kommt jetzt aber nie auf die Idee, irgendwas zu tun. Das ist manchmal ganz gut. Dann ist man dann zwar noch im Kampf, aber dann kann man dann zum Beispiel weglaufen. Oder so, dass man aus dem Kampf kommt. Haben wir hier. Beweglichkeit Stärke. Ja, meins hat mehr Beweglichkeit. Ich glaube, das Stärke ist jetzt nicht so. Was haben wir noch? Rezept. Ah, okay. Das können wir an unseren Algi schicken. Er freut sich. Sehr schön, sehr schön. Ja,
Da sind sie wieder, die Schlingtontal-Seiten. Oh, hier. Stand gerade im Respawn. Aber der war ein bisschen verpeilt zum Glück. Einer braucht 100. Wir haben 95. 100. Zack. Warum kommt der jetzt, der Arsch? Manchmal verstehe ich das nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich den gepult haben könnte. Und bei dem anderen Stein dich ja theoretisch was näher und den habe ich nicht gepolt. Naja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber gut. So, jetzt auch noch eine. Die respawnen recht gut, finde ich. Normalerweise denke ich gefühlsmäßig so alle 2 Minuten respawnen die. Das heißt, du hast dann hier einmal quasi die Runde gemacht, geklärt. Man muss es ein bisschen warten. Bis dann der nächste Schwall kam. Auch nur 490. Was ist denn da los? Oh, 80 müssen wir killen. Was viel, aber wir haben ja schon ein paar Quests fertig. Eine. Oh, zu Fahrer können wir auch gehen. Sehr schön. Versprechen Glaube. Ein ganz kurz. Also 2 Quests für drüben haben wir schon mal. Aber das bietet sich an, wenn wir danach Tanaris gerne ein paar Quests annehmen. Dann können wir zwar nicht viele annehmen, je nachdem wann wir gern. Können wir dann aber schon mal in das Heimatland der Nachtelfen fliegen und uns reiten holen. Ich schicke der dann nämlich auch Geld zu, damit das passt. Ich meine, hier stand auch irgendwo mal eine Kiste. Wollte wohl nicht mehr. Okay, jetzt haben wir das Problem, dass keiner mehr nachspawnt. Gerade. Ist ja doof. Da hinten ist er noch. So. Ich habe dann erstmal nichts gesagt, weil jetzt hat bei jedem von den Dingern, von den Trollen, ein Hauer gedroppt. Das fand ich da, darum hatte ich eben gesagt, ich sag jetzt nichts mehr. Oder sag mal nichts. Das fand ich schon bemerkenswert. Noch eins. Kommt man auch ganz viele Waffen. Mittlerweile kann man ja nur noch entweder oder Waffen. So. Der ist nämlich auch jetzt fast 41. Oder vielleicht, weil wir nicht mehr erholt sind, das kann sein. Ich meine, vorher waren wir recht viel erholt. Vielleicht deshalb nur so in Anführungszeichen wenig EP.
Ach, ich vermisse es mit den Reittieren. Weil jetzt könnten wir theoretisch auf dem neuen oder auf dem aktuellen Stand vom Server könnten wir nämlich reiten. Jetzt landet es, dass ich die ganze Zeit am Flame bin. Und der neuen Zeit quasi nachholen, in der alten Zeit. Aber nö, nö. Ich meine, es gibt so ein paar Features, wo ich sagen muss, die vermisse ich. Aber ein paar Sachen an der neuen Welt, muss ich sagen, ja, die muss ich nicht haben. Wie halt dieses alles sehr vereinfachte. Dass man quasi alles, ich sag mal, in den Po gesteckt bekommt. In den virtuellen. Und für alles kriegst du auch Erfolge. Ich meine, die Erfolge wären auch ganz cool schon hier. Aber naja, gut. Was man hätte machen können, die PC-Version nehmen können als Privatserver, wo die Erfolge eingearbeitet sind. Ich weiß aber nicht, welche das war. Oder vielleicht haben sie das nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das zusammenhing damals mit dem Event, wo man sich in diese Zombies verwandelte. Weil ich weiß, das kam ungefähr gleichzeitig oder vielleicht kurz nacheinander, das weiß ich nicht mehr. Oder weil sich das dann zu sehr nach Aufbruchstimmung anfühlt. Das Licht sei mit euch. So, na ja gut, die Hose ist jetzt auch nicht das Ziel Gelbe vom Ei, aber gut. gefunden. Kann ich euch helfen? Hier schon mal was verkaufen. Lassen wir mal. Fleisch. Kommt auch dahin, so. Okay, Mögen eure Reisen reparieren. sicher sein. Sehr schön, sehr schön. Und dann würde ich sagen, porten wir uns mal nach Sturmwind. Gehen wir ein bisschen zum Lehrer. Wieder unsere paar Kröten ausgeben. Entschuldigung, zumindest für die Platte Rüstung. Zumindest für die schwere Rüstung. Wäre doch schon mal ganz cool. Muss überlegen, wo der Jägerlehrer ist. Zwergdistrikt, genau. Ich finde lustig, nach dem Flug sind die immer so die Aspekte. Und wenn man dann sich aber nur portet, dann nicht. Immer noch Fragezeichen. 18.000 mit 1.000. Könnte vielleicht 60 sein. Es könnte hinkommen. Ja, 60 könnte gut hinkommen. Kroko. Aber wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Welche Stufe es dann genau hat. So, immer noch keine Jägerquest. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Willkommen. Also, der Panzer, jawohl. Wie viel? Ein Gold. Aspekt des Hugels. Haben wir hier ein Leuchtfeuer. Salve, Salve ist auch gut. Überleben. Ja, Sprengfalle, ja.
Leuchtfeuer. Obwohl Leuchtfeuer hätten wir dann schnell die Panther entdeckt, aber gut. Dann brauchen wir es auch nicht mehr. Aspekt des Hugels finde ich noch ganz gut. Bleibt auf dem Boden. Was geht euch durch den Kopf? Mal gucken, was wir hier noch holen können. Hier. Oh. Falscher Lehrer. Knurren Rang 5. Puh, okay. 40. Aber 3. Ja, naja, gut. Aber wir behalten erstmal das, was wir haben an Gold. So, unsere Skills mal ein. Hier haben wir dann Salve. Yeah. Schon Ei. Ei, ich weiß gar nicht mehr, ob es den, Klammer noch gibt, die Salve. Gute Frage. Und Aspekt des Rudels. Tierherrschaft, glaube ich. Ja. Sehr schön. Also, wenn ihr euch wundert, das ist, keine extra Rudelleiste wie damals, sondern das ist einfach nur vom Bartender. So, holen wir unseren Aslan wieder. Wir schon mal zu futtern. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Und auf Wiedersehen, meine Freunde, der Leichtunterhaltung. Okay, tschüss.